Willkommen zu einem neuen Beitrag. Im ersten Teil über dieses Ouija-Board, da habe ich euch erzählt, wer das Board erfunden hat, wer die Patente gekauft hat und welch seltsame Geschichte es darüber gibt. Nun zumindest bei der Frage, ob ich einen zweiten Teil machen soll mit, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, echten Fällen zum Ouija-Board, da wart ihr euch in den Kommentaren relativ einig, also zumindest die, die kommentiert haben. Unterschiede gab es dann bei der Frage, ob dieses Ouija-Board tatsächlich in der Lage ist, eine Tür in die Welt der Geister und Dämonen zu öffnen. Und so und nicht anders wird auch diskutiert, wenn es generell um das Thema Ouija Board geht. Es gibt verschiedene Meinungen zu diesem Board, was es kann oder nicht kann und welchen Sinn und Zweck es überhaupt hat. Und bevor wir uns dann diesen Fällen widmen, ist es glaube ich nicht unwichtig, dass man diese Theorien einmal kurz anspricht. Zum einen ist es natürlich so, dass es Leute gibt, die glauben, die Ouija-Boards, die können tatsächlich eine Verbindung in eine Welt der Geister und Dämonen schaffen und dass es möglich ist, mithilfe dieses Boards mit ihnen zu kommunizieren. Andere sagen, ein Stück Holz, beziehungsweise heute sind die Ouija-Boards ja fast nur noch aus Pappe, das wird wohl kaum das richtige Mittel sein oder ein probates Mittel, um in die Welt der Geister und Dämonen vordringen zu können. So einfach geht es dann ja wohl doch nicht. Und wieder andere, die sind der Meinung, dass das alles totaler Quatsch ist. Erstens gibt es keine Geister und keine Dämonen und zweitens, wenn, dann würde es mit so einem Brett mit Sicherheit nicht getan sein. Dass dieser Zeiger des Ouija-Boards sich bewegen würde, das läge an den Leuten selbst. Denn in der Tat ist es so, wenn ich den Gedanken habe, meinen Arm jetzt zu bewegen, dann geht schon das erste Signal vom Hirn an den Arm, in die Hand und man macht eine unwillkürliche, minimale Bewegung. Und wenn ich meine Hand auf etwas lege und möchte, dass es sich bewegt, so wie im Falle eines Ouija-Boards, dann wäre es so, dass wir mit diesem Gedanken, den wir haben, unsere Hand bewegen, unwillkürlich, ohne dass wir es wollen und dadurch bewegt sich dann auch der Zeiger des Boards. Wenn dann noch so ein bisschen mystische Stimmung hinzukommt, die man mit der Nutzung dieses Boards ja selber schafft und vielleicht hat man den Raum noch abgedunkelt und Kerzen an, dann sieht man vielleicht mehr, als tatsächlich vorhanden ist. Und bei dieser Stimmung, dann bekommt man dann seine eigenen Bewegungen gar nicht mehr so wirklich mit und denkt, der Zeiger bewegt sich. Das wäre dann so die wissenschaftliche Erklärung, aber selbst die Seite derer, die der Meinung sind, dass das Ouija-Board es schafft, Kontakt in die Welt der Geister und Dämonen aufzunehmen, die sind sich nicht einig, wie das Ganze funktioniert. Die einen sind der Meinung, dass das Ouija-Board genau die Funktion hat, für die es erdacht wurde, nämlich den Geistern und Dämonen eine Möglichkeit zu geben, durch Bewegung des Zeigers Kontakt mit uns aufzunehmen, sozusagen einen Kanal zu öffnen, in dem mit der Energie der Geister und Dämonen Gegenstände bewegt werden können. Und die anderen, die sind der Meinung, dieses Ouija-Board, das hat keinerlei Fähigkeiten und da wird auch kein Tor in irgendeine Welt geöffnet. Das, was für Geister und Dämonen geöffnet wird, das seid ihr. Wie ist das zu verstehen? Zunächst einmal muss man bei dieser Theorie von der Möglichkeit ausgehen, dass es Geister und Dämonen überhaupt gibt. Stellen wir uns auch bei aller Skepsis, die manche vielleicht haben, einfach einmal vor, es gäbe Geister und Dämonen. Ich denke gerade, was so den Bereich der Dämonen angeht, da würden die wenigsten wahrscheinlich den Kontakt suchen, freiwillig. Es ist ja nicht so, dass man von denen jetzt nur das Beste hört. Dämonen können zwar in unsere Welt hineingelangen, aber es ist nicht ganz so einfach für Dämonen, einen Körper zu besetzen. Dieser Körper oder diese Seele, die muss in irgendeiner Form dafür bereit und geöffnet sein. Und wenn man ein solches Ouija-Board benutzt, dann sitzt man davor ja in der Bereitschaft, in der Erwartung, mit Geistern oder Dämonen Kontakt aufnehmen zu können. Das heißt, man ist geöffnet. Man ist bereit, in den Kontakt zu treten. Und wenn es dann noch unheimlich wird, dann bekommt man natürlich ein bisschen Angst. Und Angst
Das ist die Nahrung der Dämonen. Also ist das Ouija-Board, die Benutzung eines Ouija-Boards, eine hervorragende Möglichkeit, Menschen, die eigentlich überhaupt nichts damit im Sinn haben, mit Dämonen, sich diesen zu öffnen. Das Ouija-Board, das ist dabei lediglich Mittel zum Zweck, um diesen Zustand der Öffnung zu erreichen. Und genau darum soll es bei diesem Board gehen. Nur darum. Das ist so die Theorie. Oder eine Theorie. Aber es ist halt die Theorie von Menschen, die an das Ouija-Board und seine Funktion und nachfolgend an die Öffnung der Benutzer glauben. Andere wiederum, wie gesagt, die glauben überhaupt nicht daran, die halten das alles für Unfug. Aber es gibt nun mal eine ganze Reihe von Fällen. Da muss man sich dann auch als Skeptiker fragen, wie anders kann es denn dann sein, dass so etwas passiert, wenn nicht durch das Board oder durch die Funktion, die es hat. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche YouTube-Videos, die man auf manchen Kanälen sehen kann, wo irgendwelche Teenies so ein Board benutzen und irgendwo flackert eine Kerze und alle sind ganz gruselig erschrocken. Es geht um eine ganz andere Qualität von Fällen, die in der Verbindung mit den Ouija-Boards stehen. All diese Bilder, die ihr hier seht, die gehören zu Fällen von Mord, Totschlag, Brandstiftung, ja sogar zum seltsamen Verschwinden von 6 US-Geheimagenten, die alle im Zusammenhang mit der Benutzung von Ouija-Boards stehen. In 2013, da machte der Fall der Familie Carroll Schlagzeilen. Es war der erste Weihnachtstag des Jahres und Paul Carrolls Weihnachtsgeschenk, das war ein Ouija-Board. Paul zog sich mit diesem Ouija-Board zurück in ein Zimmer und begann damit zu spielen. Einige Zeit später, da stürmte er in das Wohnzimmer der Familie, griff sich den Hund, zerrte ihn ins Badezimmer und ertränkte ihn dort in der Badewanne. Seine Frau und seine Tochter, die sagten aus, dass er wie von Sinnen gewesen sei, und als er wieder zu sich kam, da konnte er selbst nicht fassen, was er da gerade getan hatte. Paul sagte später aus, das Letzte, woran er sich erinnern konnte, bevor er die Tat vollbrachte, war, dass ihm irgendjemand beim Ouija-Board-Spielen mitgeteilt habe, dass sein Hund von einem Dämon besessen sei und er ihn töten müsse. Da die Familie ein enges Verhältnis zu der Nachbarschaft hatte, da befürchtete Paul, dass seine Tat nun herauskommen könnte und er versuchte, den toten Hund zu entsorgen. Den Nachbarn würde er erzählen, der Hund sei ausgerissen. Zunächst versuchte er, den Hund in seinem Garten zu begraben, aber immer noch fürchtete er, dass irgendjemand hinter seine Tat kommen könnte. Der Hund musste weg von seinem Grundstück. Und so begann er damit, den Hund zu zerlegen. Er entfernte den Chip unter der Haut des Hundes und zerhackte ihn in kleine Stücke und diese Stücke, die warf er dann nachts in den Kanal vor seinem Grundstück. Dummerweise verstopften die Teile des Hundes den Kanalablauf. Die Nachbarn, die riefen dann eine Kanalreinigungsfirma an und die Mitarbeiter dieser Firma, die fanden dann die Einzelteile des Hundes. Sie konfrontierten Paul mit ihrem Fund und dieser wurde sehr nervös. Die Mitarbeiter der Kanalreinigungsfirma informierten die Polizei und die Polizei nahm Paul fest. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Wenige Tage nachdem Paul verhaftet wurde und sich im Polizeigewahrsam befand, da beschlossen die Mutter und die Tochter, das Ouija-Board erneut zu benutzen. Nach ihren Aussagen wollten sie Kontakt zu dem verstorbenen Hund aufnehmen, was immer sie da auch in Erfahrung bringen wollten. Sie setzten sich hin und benutzten das Board. Einige Zeit später stand ihr Haus in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, da war von dem Haus fast nichts mehr übrig, aber sie fanden die Mutter und die Tochter vor dem Haus. Wie sich später herausstellte, waren beide voll mit einem Cocktail aus Medikamenten.
Einen Tag später, da stellten Experten der Feuerwehr fest, dass das Feuer im Haus eindeutig auf Brandstiftung zurückzuführen sei. Nachdem die Mutter und die Tochter sich von diesem Medikamentencocktail erholt hatten, da wurden sie verhaftet und befragt. Die Befragung, die fand getrennt voneinander statt, doch beide gaben folgende Geschichte zu Protokoll. An dem Abend, an dem sie das Ouija-Board benutzt hätten, da hätten sie Kontakt zu irgendeiner Wesenheit erhalten und diese Wesenheit hätte ihnen mitgeteilt, dass sie sterben müssten. Und von da ab lief dann für beide alles wie hinter einem Schleier ab. Sie gingen ins Bad und nahmen alle Tabletten, die sie finden konnten. In erster Linie waren dies Schmerz- und Schlaftabletten. Danach zündeten sie das Haus an und legten sich zum Sterben vor die Tür. Und all das hätten sie nicht freiwillig getan, sondern sie wären in irgendeiner Art und Weise gesteuert worden. Klarerweise wurde ihrer Geschichte kein Glauben geschenkt, aber es gab auch keinen anderen Grund, weshalb sie all das hätten tun sollen. Das Gericht verurteilte die beiden dennoch zu 4 Jahren Haft wegen Brandstiftung. Der Vater der Familie, der wurde wegen Tierquälerei und Tötung zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt. Bei allen Angeklagten da plädierten die Verteidiger darauf, dass sie einen sehr niedrigen IQ hätten und für ihre Taten eigentlich gar nicht verantwortlich gemacht werden könnten, aber das sah die Staatsanwaltschaft und das Gericht dann anders. Trotz aller Bemühungen gibt es bis heute noch nicht einen vernünftigen Grund, warum die Mutter und die Tochter das Haus angezündet haben sollten und sich umbringen wollten. Und bis heute behaupten alle drei, dass diese Geschichte, die sie der Polizei geschildert haben, wahr ist. Es gibt eine Geschichte, die ist dermaßen verrückt, sage ich einmal, dass man sie fast kaum glauben kann. Aber sie ist tatsächlich passiert und wie ihr hier seht, haben sehr viele Zeitungen auch darüber berichtet, unter anderem auch die New York Times. Bis heute versucht man, diese ganze Geschichte noch aufzuklären. Und ich muss dazu Folgendes sagen, hinter dieser Geschichte, da steckt viel, viel mehr, als ich es jetzt in diesem Bericht hier erzählen werde. Ich werde dazu einen extra Beitrag machen. Heute werde ich über die Ursache des Ganzen reden, nämlich über den Zusammenhang dieser Geschichte mit einem Ouija-Board. Diese ganze Geschichte, die begann im Jahre 1990 und zwar, man höre und staune, in Deutschland und zwar in Augsburg. Dort stand die größte Abhöranlage der NSA außerhalb der USA. Wie wir ja wissen, hören unsere hochgeschätzten amerikanischen Freunde auch heute noch alles Mögliche ab. Wahrscheinlich werden sie auch anhand ihres Zeichens, das ich hier im Video habe, mit ihren Skripten erkennen, dass man gerade über sie redet. Von daher einen netten Gruß von mir und wer andere abhört, hat einen ganz fürchterlich kleinen Pullermann. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Egal wie man auch immer zu unseren guten amerikanischen Freunden stehen mag, ich denke, man kann sich darin einig sein, dass, wenn die NSA Agenten auswählt, diese vorher eingehend geprüft werden. Und da kommen auch psychologische Tests nicht zu kurz, denn schließlich sind diese Leute irgendwann Geheimnisträger. 1990, da war in Augsburg die 701. Security Agency Brigade stationiert. Und diese war eben damit beauftragt, die Abhörtätigkeit in allen möglichen technischen Varianten in Europa auszubauen. Es gab in dieser Einheit 6 Spezialagenten. Diese 6 Spezialagenten, die hatten alle die höchste Geheimhaltungsstufe, eben weil sie die größten Geheimnisse des US-Militärs kannten. Und diese 6 Soldaten, die wurden dann irgendwann einmal in ein spezielles Kommando zusammengefügt. Bis heute weiß man nicht ganz genau, womit diese 6 Agenten betraut waren. Die Armee streitet alles ab, was diese 6 Leute aussagen, aber es ist davon auszugehen, dass sie sich mit paranormalen Dingen befassten. Und das abgeschottet von allen anderen Soldaten und Menschen, die in dieser Militärbasis arbeiteten. Und streng überwacht vom NSA. Am 9. Juli 1990, da wurden diese 6 Geheimagenten als vermisst gemeldet. Und der NSA, der verfiel sofort in eine Panik. Ihr wisst, 1990, da war der Kalte Krieg noch im vollen Gange und man befürchtete, dass Sowjetagenten die 6 NSA-Agenten entführt haben könnten.
Und da diese sechs Agenten nun einmal die größten Geheimnisse der NSA und der US-Army kannten, da befürchtete man, dass die Sowjetunion diese Geheimnisse durch diese sechs Agenten unter Folter oder wie auch immer erfahren könnte. Es wurde also ein interner NSA und US-Army Großalarm ausgelöst und wirklich weltweit wurde nach diesen sechs Agenten gesucht. Ein paar Tage später, da wurden die sechs Agenten dann auch gefunden. Und zwar bei einer Autokontrolle in der Nähe der US-Stadt Gulf Breeze. Ein kaputtes Rücklicht, das hatte dazu geführt, dass die Polizei ihr Fahrzeug stoppte. Und was sie dort antraf, waren sehr merkwürdig wirkende sechs Personen in einem Fahrzeug. Sie machten einen nervösen und leicht orientierungslosen Eindruck und die Polizei beschloss, eine Personenüberprüfung vorzunehmen. Und wie sich herausstellte, wurden diese sechs Männer halt eben vermisst. Offiziell als unerlaubt von der Truppe entfernt, also sie hätten sich von der Armee abgesetzt. Und offiziell handelte es sich bei ihnen auch nur um einfache Soldaten. Und so nahm die Polizei diese sechs Männer in Gewahrsam. Allerdings bekam die Presse irgendwie Wind von dieser Sache und so konnte die Tatsache, dass es sich bei diesen sechs Soldaten in Wirklichkeit um Spezialagenten der NSA handelte, nicht mehr länger geheim gehalten werden und die ganze Sache wurde öffentlich. Und so eben auch die Geschichte, warum diese sechs Soldaten sich von der Truppe oder der NSA ohne Erlaubnis entfernt hatten. Und wie gesagt, das Ganze ist tatsächlich passiert. Die Presse hat ausführlich darüber berichtet. Ein paar Ausschnitte konntet ihr gerade sehen. Es gibt auch ein Buch über diese Geschichte. Und tatsächlich sind diese Männer eben richtig echte Spezialagenten der NSA und nicht irgendwelche Laberköpfe, die da irgendwas erzählt haben. Und denen war klar, was kommen würde. Die haben allesamt natürlich ihre Arbeit verloren. Die sind alle zwar ehrenhaft, weil sie eben keine Spionage betrieben haben, wie befürchtet, entlassen worden, mit einem halben Monatsgehalt noch und waren danach ohne Einkommen. Und das war denen klar, dass das so kommt. Und trotzdem haben sie das getan, was sie getan haben. Und den Grund dafür, den erzähle ich euch jetzt. Nach der Aussage dieser sechs Agenten, und das ist das, was die US Army und die NSA abstreiten, wurden diese sechs damit beauftragt, sich paranormalen Dingen zu widmen. Das Ziel dessen war, herauszufinden, ob man mit diesen Mitteln irgendwelche militärischen Informationsvorteile erlangen könnte. Die sechs experimentierten also mit Tarotkarten, Pendeln und was es alles noch so gibt und irgendwann war dann das Ouija-Board an der Reihe. Und bei der Benutzung dieses Ouija-Boards, da hätten sie dann Kontakt zu einem Geistwesen bekommen mit dem Namen Sapphire. Und im Laufe dieser Sitzungen, da hätte dieses Geistwesen ihnen einige Dinge offenbart, und zwar die größten Katastrophen, die auf die Menschheit zukommen würden. Und dieses Wesen, das hätte ihnen den Auftrag gegeben, den Antichristen zu töten, und der solle sich dort aufhalten, wo man sie aufgegriffen hat, nämlich bei Gulf Breeze. Und dann habe das Wesen damit angefangen, ihnen diese Katastrophen, die kommen werden, näher zu schildern. Und tatsächlich war es so, dass diese sechs Soldaten, als man sie vors Militärgericht stellte, ein paar dieser Vorhersagen aussagten. Unter anderem sagten sie den Beginn des ersten Golfkriegs voraus und ein schweres Erdbeben im Iran, das ja auch stattgefunden hat. Und es gibt noch eine ganze Liste dessen, was sie sagten, was passieren wird. Unter anderem soll New York aufgrund einer unterirdischen Gasexplosion vollkommen zerstört werden. Aber auch die Wiederkehr von Jesus Christus, die war dabei. Und dieses Wesen, dieses Geistwesen, das habe ihnen den Auftrag gegeben, die Welt, nachdem diese Dinge passiert seien, wieder zusammenzufügen. Das sei ihre Aufgabe und diese Aufgabe müssten sie sich nun widmen. Nun war diesen sechs Geheimagenten, denen war natürlich klar, dass sie so etwas nie und nimmer bei der NSA oder bei der Armee durchkriegen würden. Sie konnten kaum von der Führung verlangen, dass man sie zur Tötung des Antichristen freistellen würde oder ihnen erklären, dass sie den Auftrag hätten, die Welt nach den Katastrophen wieder in richtige Bahnen zu lenken. Also war ihnen klar, dass sie diese Aufgabe, die sie bekommen hatten, nur dann erledigen konnten, wenn sie sich einfach von der Truppe absetzen würden.
aber ihnen war auch klar, dass sie dann alles verlieren würden. Und trotzdem taten sie dann diesen Schritt. Sie setzten sich in ein Flugzeug, das von München nach Atlanta flog, und von da aus bewegten sie sich dann Richtung Gulf Breeze. Ob sie den Antichristen getötet haben, also denjenigen, den sie dafür hielten oder nicht, das ist überhaupt nicht bekannt. Auch heute halten sich alle sechs immer noch in Gulf Breeze auf, denn ihre Aufgabe lautet, von dort aus die Welt wiederherzurichten, nachdem die ganzen Katastrophen passiert sind, und das sind reichlich Katastrophen, die sie vorhergesagt bekommen haben. Und offensichtlich stehen sie heute noch mit Sapphire über so ein Ouija-Board in Kontakt. Nun muss man sich einmal überlegen, dass diese Männer im Alter von ungefähr 30 und 35 Jahren alt waren und das im Jahre 1990. Das bedeutet, dass das heute alles ältere Herrschaften sind. Und wenn sie den Auftrag bekommen haben, die Welt nach diesen Katastrophen wieder zusammenzufügen, dann ist aufgrund der normalen Lebenserwartung eines Menschen davon auszugehen, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird, bis all das eintreten muss. Das aber nur am Rande. Über diese ganze Geschichte und diese ganzen Vorhersagen, da werde ich dann berichten, wenn ich ein extra Video über diese Sache mache. Tatsache ist aber, dass der Auslöser dieser Sache hier ein Ouija-Board war. Und dabei berücksichtigen muss man einfach, dass es sich hierbei um sechs Agenten handelte. Das heißt, wahrscheinlich intelligente Menschen, die psychologisch überprüft wurden, die ausgebildet wurden und die dann plötzlich so etwas machen. Und das, weil sie über ein Ouija-Board, so wie sie meinen, Kontakt mit einem Geistwesen aufgenommen haben und das auch heute noch machen. Diese ganze Sache, die hat zum Teil die Familien der Männer zerstört. All das war ihnen klar, wie sie sagen, aber sie haben diese ihrer Meinung nach verpflichtende Aufgabe für die Menschheit. Das heißt, die glauben felsenfest daran, was da geschehen ist bei diesen Ouija-Board-Sitzungen. Das ist wirklich eine total verrückte Geschichte. Ja, jetzt bin ich schon bei 22 Minuten angekommen. Ihr wisst, so 20 Minuten, das ist so meine Filmobergrenze. Und ich habe immer noch nicht alle Geschichten erzählt. Ich denke, ich muss da wohl noch mal einen dritten Teil anfügen, wenn ihr das mögt. Aber dann werde ich zwischendurch jetzt mal wieder andere Themen behandeln, damit es denen, die diese Ouija-Themen nicht so interessant finden, nicht zu langweilig wird. Wenn ihr möchtet, dann schreibt doch einmal in die Kommentare, was ihr von diesen beiden Fällen handelt, die ich hier im Film vorgestellt habe. Ihr wisst ja, wo ihr kommentieren könnt. Und wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir da gleich nochmal einen Daumen nach oben da, dann freue ich mich, und auch da wisst ihr ja, wo ihr das machen könnt. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch, ihr Schlingel.